Jetzt endet bald Büro für auswärtige Angelegenheiten. Ich würde noch mal kurz anhalten. Stimmt. Und da drauf, achso, da kommen wir aufs Parlament. Hier unten Büro für auswärtige Angelegenheiten. Da haben wir im Moment Julia Schneider. Noch 5 Tage und sie gibt uns AP-Einnahmen plus 10%. Oh Mann. Also, die wird jetzt wegfallen und wir müssen was Neues. Ich hoffe, wir kriegen wieder so jemanden, der so einen schönen Bonus hat. Auf jeden Fall. Na, da sind wir dann wieder in dieser Schleife drin, dass wenn in dieser ersten Auswahlmaske niemand dabei ist, wir dann gucken können, ob wir noch weitere Aktionspunkte investieren für die nächste Runde. Und nur mal so nebenbei, guck mal, ich glaube, der IME gibt mehr als nur ein paar Punkte. Wir sind im Plus, plus 54 Aktionspunkte wow. Pro Monat. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf uns. Ja? Wie haben wir das gemacht? Toll. Das ging gut. Ja. So. Beziehung zu Nachbarn plus 10 und Kriegstreibermodifikatoren minus 1. Ist beides nichts, was wir super dringend brauchen. Weil wir Neuseeland spielen. Also ich glaube, würden wir in so einen zentralkontinentalen Staat haben und so ein bisschen Angst, dass vielleicht eines unserer Nachbarländer uns angreift, dann wiederum wäre das okay. Für uns als Neuseeland gerade nicht so. Hm. Ja, würde ich mal, lass uns also 50 ausgeben, um weiter zu suchen. Ja, wir sind ja jetzt im Plus, na klar. Beziehung zu Nachbarn plus 10 von Sophia Prifti oder Beziehung zu Ländern außerhalb des Blocks plus 10. Oh. Einmal können wir noch. Ja, komm. Alle guten Dinge sind 3. Woher kommt der Spruch eigentlich? Weiß ich nicht. Weiß jemand, woher der Spruch aller guten Dinge sind 3 kommt? Ich weiß es nicht. So. Maja Petrowska, Beziehung zu Unterzeichnern des Verteidigungspaktes plus 15. Okay. Oder Beziehung zu Ländern außerhalb des Blocks plus 10. Ja, würde ich eher sagen, Beziehung zu Ländern außerhalb des Blocks plus 10. Also ich würde jetzt nicht nochmal APs rausknallen, oder? Ja, bin ich bei dir. Also da wir es jetzt augenscheinlich aus eigener Kraft schaffen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wenn sie weg ist, wie das wieder einbricht, wenn der Monat vorbei ist. Genau. Ich sehe, dass ich wieder ein paar gedroppte Frames habe und dass ich im Moment nicht zum Chat verbunden bin. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Aber der Stream scheint zu laufen. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Wenn ich jetzt gleich im Chat Panik sehe, dann weiß ich, dass irgendwas blöd gelaufen ist. Aber wir müssen noch online sehen. Alles gut, super. Diplomatische Aktion, Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Yeah. Wir haben wieder Investitionspunkte mit Australien. Wir können direkt mal gucken. Blockaktion. Noch 8 Tage, bevor wir wieder nach AP-Punkt fragen können. Und das müssen wir wieder. Also. Ja. Es bleibt uns wenig anderes übrig. Korrekt. Projekt Gegenspionagebehörde wurde umgesetzt. Romy, die Gegenspionagebehörde ist umgesetzt worden. So, jetzt können wir die Spionagebehörde machen. Warte, ich muss Wissen verarbeiten. Wikipedia sagt, Ich brauch's in kurzen Stichpunkten. Das kann ich nicht mehr. Ein Angeklagter vor dem Ting musste, also germanisch-mittelalterliches Rechtswesen, ein Angeklagter musste 3-mal geladen werden, ehe er dann in Abwesenheit verurteilt werden konnte. Alle guten Dinge sind 3. Okay. Etwas aus der mittelalterlichen Rechtsprechung. Interessant. Verrückt. So, wollen wir bei der Spionage weitermachen, Romy? Ich wäre jetzt eher grundlegende Infrastruktur, Sozial, Dingsi-Bumsi. Weil Sozialpolitik ist auch relativ günstig von den AP-Kosten.
Wir könnten nochmal bei der Diplomatie gucken. Das geht auch. Wir können mal also bei so den... Rein aus Berufsgründen würde ich gerne mal unten auf die Nichtregierungsorganisation gucken und oder dich bitten, mal bei Physik zu schauen, ob es dort was gibt. Wir könnten NGO-Unterstützung erforschen. Das kostet auch wenig AP. Bei das Physik. Das ist total großartig. Ja, da brauchen wir für Kernspaltung oder für den Laser brauchen wir 1400 Aktionspunkte. Okay, dann vielleicht erstmal sowas Einfaches wie Nichtregierungsorganisation, aber den Laser würde ich schon gerne irgendwann haben. Ja, ich auch. Immerhin bin ich Laserphysiker. Laser sind großartig. Und der erste Laser wurde aus einem Rubin in den 60er Jahren gebaut. Das nur nebenbei. Du triggerst doch schon die nächste Physik an. Das höre ich doch. Ja, das mache ich ja gerne. So, NGO-Unterstützung bringt, erstellt die gesetzliche Grundlage zur Organisation des Bestehens einzigartiger Nichtregierungsorganisationen, NGOs. Dieses Projekt kann nach der Implementierung nicht deaktiviert werden. Und bringt uns IME plus 1. Finde ich super. Okay. Also schon aus beruflichen Gründen finde ich Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen super. Ja, und es ist kein Unterhalt von AP-Kosten, also bestätigen wir das mal und machen das weiter. Ja, was haben wir hier? Achso, NGO-Unterstützung ist das, ja. So, wir haben hier bei den Siegesbedingungen, habe ich mal reingeguckt, Siegesbedingungen für diplomatischen Sieg, da haben wir alle Haken und versteckte Bedingungen werden aufgedeckt, sobald die verfügbaren Bedingungen erfüllt wurden. Werden sie aber leider im Moment nicht. Wir haben diese Sachen aber erfüllt. Naja gut, aber wir sind Fortschritt 5% bei den Siegesbedingungen für einen Diplomatensieg. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Würde ich mal sagen. So, ich mach mal die Zeit wieder an und muss mal kurz Nase putzen. Ah, da sind wir schon wieder bei der Spendenallianz. Ich muss aber trotzdem kurz an meine Nase putzen und dann mache ich gern mal kurz das Mikro aus. So, da bin ich okay. Wieder. Spendenallianz. Einer unserer Mitstreiter in Spendensammlungsereignis ist mit einem Angebot zur Gründung einer Allianz unserer beiden Länder an uns herangetreten. Bangladesch. Damit wir unsere Chancen auf den Gewinn steigern können. Anscheinend geht es bei den Spendendings immer darum, dass Länder gewinnen. Wir würden in diesem Falle von unterschwelligen Attacken auf die jeweilige Gegenseite absehen, einander bei Beitrags... Transporten logistisch unterstützen und für den jeweils anderen ein gutes Wort beim Komitee einlegen. Auf diese Weise könnten wir beide zusätzliche Punkte erzielen. Kostet AP, die wir nicht haben. Die brauchen wir nicht. Beziehungen zu Bangladesch verringern sich um 15. Hey Pingu, schönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Hallo. Horst, die sagt, ein Angebot, das man nicht ablehnen sollte. Wir können es leider nicht. Das Gefühl. Ja, wir können es leider nicht annehmen, weil wir nicht genug Aktionspunkte haben. War das nicht? Achso, es könnte sein, egal. Dass wir dann einfach. Hatten wir das nicht beim letzten Mal? Ich könnte draufklicken also und dann. Irgendwie haben wir ja festgestellt, dass wir nicht so richtig ins Minus gehen können. Ja. Ich glaube, es ging. Sagt Horsti. Okay, ja, ich habe das auch dunkel in Erinnerung. Und Horsti hat ein verdammt gutes Gedächtnis. Ja, Horsti also... Horsti merkt sich so viel. For Science, tolle Idee. Okay. Ja, hat funktioniert. Wir sind auf null. Die restlichen AP sind dann irgendwo hergezaubert worden. So, und jetzt... Blockaktion. Ask for governmental assistance. Ja... Bitte, bitte, bitte. Und positive Aktionen. Investitionen müssen wir noch warten. Okay.
Informationen. Die in Frankreich durchgeführte diplomatische Aktion Investitionen ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Frankreich findet uns ein klein wenig doofer für 60 Tage. Okay? Passiert. Schade. Ja. Ein weiteres Allianzangebot. Einer unserer Mitstreiter in Spendensammlungsereignissen ist mit einem Angebot zur Gründung einer Allianz unserer beiden Länder an uns herangetreten, damit wir unsere Chancen auf den Gewinn steigern können. Wir würden in diesem Falle von unterschwelligen Attacken auf die jeweilige Gegenseite absehen, einander bei den Beitragstransporten logistisch unterstützen und für den jeweiligen anderen ein gutes Wort beim Komitee einlegen. Auf diese Weise könnten wir beide zusätzliche Punkte erzielen. Das wäre nicht fair, wir müssen ablehnen. Oh, das ist eine interessante neue Option. Vergessen wir unsere ursprüngliche Vereinbarung und nehmen stattdessen dieses Angebot an. Interessant. Und fehlt ein Text. Funding Points Corporation 3.3. Interessant. Ich würde so gerne wissen, was dahinter steht. Einfach, also ich würde gerne nur anklicken, um zu wissen, was das bedeutet. Ich glaube, wir werden nicht mitgeteilt, was es dann am Ende bedeutet. Hier fehlt der Text. Im Zweifelsfall bekommen wir irgendeine Reaktion vom Spiel, glaube ich. So, dann kommt ja das nächste Allianzangebot kommt bestimmt oder irgendeiner wird sich beschweren, dass wir uns falsch entschieden haben. Ich denke, wir nehmen einfach die Einladung an und lassen die andere bestehen. Irgendwie sowas. Würde ich. Vermutlich wird es halt eine Dreier-Allianz oder so. Also in meinem Kopf ist das jetzt die Dreier-Allianz. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich mich für oder gegen Bangladesch oder Costa Rica entscheiden sollte, weil wir haben jetzt von dieser jeweiligen Vereinbarung nicht mehr oder weniger. Genau, deswegen würde ich sagen, lass uns das nehmen, wo der Text fehlt. Wir gucken, mal gucken, was da passiert. Genau. Kein Pop-up, das uns irgendetwas mitteilt, aber ja, diese Spendensache. So, diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Vereinigtes Königreich umgesetzt. Die in Irland durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen. Ah, okay. In Kanada ist Investition auch fehlgeschlagen. Mexiko ist Investition auch fehlgeschlagen. Ja, meine Fresse. Die wollen unser Geld nicht. Tja, diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Juhu, wir haben wieder Aktionspunkte und sind im Plus. Leute, dass wir diesen Tag noch erleben. Unglaublich. Ja, es hat nur 7 Jahre gedauert. Ja, aber wir sind auch vor 3 Jahren oder so auch erst in die roten Zahlen hier oben gerutscht. Aber ja, Index menschlicher Entwicklung ist hoch. Ordentlich hoch. Das ist schön. Und BIP-Wachstum, also wir können mal gerade auf die Weltwirtschaft gucken. Die Weltwirtschaft ist gerade auf ihrem Peak, aber das heißt auch, dass also unsere Wirtschaft stark steigt. Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,02 und unsere Arbeitslosenquote von 5,72% ist echt ja, das ist gut. So. Ausländischer Spion. Wir konnten einen ausländischen Agenten aufdecken, der in unserer Hauptstadt operierte. Unsere Leute haben bislang nicht herausgefunden, für wen er arbeitete, doch die Liste der potenziellen Auftraggeber könnte bereits auf 2 Länder begrenzt werden. Obwohl eines dieser Länder offiziell ein Verbündeter ist, dürfen wir dennoch keine Möglichkeit ausschließen. Es ist entweder Pakistan oder Italien. Der Feind ist der Feind. Kommt schon, ist doch logisch. Interessant. Das richtet sich gegen Pakistan. Ich wusste schon immer, dass wir diese Freunde besser nicht vertrauen sollten. Das richtet sich gegen Italien. Ich werde niemanden ohne Beweise verurteilen, findet heraus, wer dahinter steckt. 1000 AP. Es ist furchtbar. Ja, ich bin so ein. Also, ich komme am rechtsstaatlichen Verständnis nicht vorbei. Ja, ich auch nicht. Da kann ich auch tatsächlich an der Stelle keinen Kompromiss machen, auch wenn ich weiß, dass das dich jetzt gerade so ein bisschen in die Ecke drückt. Wieso? Naja, weil es sind halt einfach 1000 Aktionspunkte. Das ist schon viel. Ja, aber hier oben sind es 500 Aktionspunkte. Wir kriegen Siegespunkte abgezogen und
beschuldigen, also haben hier eine 50-50 Chance, den richtigen zu treffen. Also würde ich mich auch nicht drauf einlassen wollen. Weil ich sehe jetzt wenigstens gar nicht, dass Pakistan, also die haben uns nichts getan. Die haben noch niemals mit uns Kontakt aufgenommen. Die Italiener auch nicht. Ja. Also, vielleicht könnten wir ja auch mal zusammen essen, wenn wir dann wissen, wer denn dahinter steckt. Ja, aber das ist super. Wir machen eine Curry-Pizza-Connection. Leute. Pakistan, Italien und Neuseeland. Lass mal quatschen. Das machen wir. Ja, also ich werde niemanden ohne Beweise verurteilen. Ja. So. Teuer, aber so ist es halt. Projekt Sprachverbreitung wurde umgesetzt. Das war von unseren Blog-Projekten. Wow, und guck dir mal oben unsere Aktionspunkte an, wie die gerade nach oben gesaust sind. Plus 170. Unser IME ist aber auch bei 79. Wahnsinn. Was das ausmacht. Ja. In diesem Spiel. So, Blockintegration. Da fehlen uns jetzt natürlich die 1000, die wir gerade ausgegeben haben, aber die waren nötig. Ich muss mich kurz outen. Ja. Es passiert einmal im halben Jahr, manchmal auch einmal im Vierteljahr, aber häufiger nicht. Und dann habe ich wirklich Bock auf eine Pizza Hawaii. Okay. Horsti schreibt nämlich gerade, dass die Pizza, die du gerade kreiert hast, die pakistanische, italienisch, neuseeländische Pizza, schlimmer klingt als Pizza Hawaii. Und ich musste gerade die Pizza Hawaii verteidigen. Also ich mag Pizza Hawaii nicht so gerne, aber ich habe keinen Hass in mir für Menschen, die sie konsumieren. Und es gibt viele Pizzalieferdienste, die eine Pizza Curry haben. Da ist Currysoße mit Hähnchen drauf meistens und manchmal sogar auch mit Ananasstückchen. Tatsächlich. Habe ich noch nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist keine Kreation von mir, sondern die ich kann mal kurz Werbung machen. Wie heißt die? Ja, in Flensburg oder in Neubrandenburg. Da gibt es My Pizza. Also in Flensburg und in Neubrandenburg. Ich weiß nicht warum, nur in diesen beiden Landkreisen. Die machen eine großartige Pizza. Die haben auch Burger und so, aber das ist halt eine kleine Bude, also keine große Kette, sondern eine kleine Bude, die in Flensburg angefangen hat und eine Zweigstelle in Neubrandenburg aufgemacht hat. Die gibt es seit 1994 und die machen etwas ganz Großartiges. Du kannst dort Dinkel-Vollkornteig für den Boden bekommen. Und du kannst ja die Pizza selber belegen und so weiter und so fort. So, aber was wirklich großartig ist, ist diese Dinkel-Vollkorn-Pizza. Weil sorgt nämlich dafür, dass du nicht Pizza isst und dann ganz schnell wieder Hunger hast, sondern die macht auch wirklich lange satt und du bestellst dir dann eine normal große und dann isst du eine Hälfte als Mahlzeit, so wie man das machen sollte. Von den Kalorien her. Ich habe mich so ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Und dann die andere am nächsten Tag und dann ist Pizza auch kein schlechtes Gericht mehr. Es hat natürlich relativ viel Fett, aber die finde ich großartig und ich habe bisher, selbst hier in Berlin gibt es keinen Lieferdienst, der Dinkelteig standardmäßig anbietet, schon gar nicht Dinkelvollkorn. Was etwas doof ist, genau, das war kurzer Einschub. Ja, in Halle auch nicht. Ja. Also wer im Bereich Neubrandenburg oder Flensburg auf jeden Fall mal My Pizza ausprobieren. Kann ich nur empfehlen. Okay, wir haben keine Aktionspunkte für weitere Blockentwicklung. Das heißt, wir könnten was anderes starten. Wir könnten bei Finanzsystem gucken. Haben wir schon eine eigene Währung eigentlich? Ja, nationale Währung haben wir. Stimmt, wir hatten sehr lange damit gewartet. Ich glaube, das war fast das Letzte, was auf diesem Zettel stand, den ich neben mir liegen hatte.
Wir können mal beim Finanzsystem gucken, wir können bei wirtschaftlicher Fokus gucken. Wir könnten beim Tourismus weitermachen. Den Tourismus finde ich eigentlich ganz gut. Weil das hier haben wir... Nee, das möchte ich nicht. Genau, damit kriegen wir Stufe 2 der Ferienresorts. Und alternativer Tourismus ist Geldeinnahmen plus 5%, Unzufriedenheitszielwert plus 2%, Beziehungen zu allen minus 3. 15 Aktionspunkte Unterhalt haben wir aber. Also würde ich jetzt mal, ich würde mal Liste aufmachen. Ich bin mir bei dem nicht sicher, weil irgendwie hat mir diese Beschreibung nicht gefallen. Dass da irgendwie Sauftourismus und ich weiß nicht, was ich da gerade doch erkannt habe bei dem alternativen Tourismus. Ja, was war da? Erlauben Sie den Leuten, sich mit profitablen... Sextourismus, Drogentourismus. Oh, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum die Beziehungen zu allen so runtergehen. Ja, und das nächste ist dann halt, dann können wir Gesundheitstourismus machen. Erlauben Sie die Einreise von Touristen? Okay. Bevölkerungswachstum plus 0,03. Das ist schon wieder interessant, muss ich sagen. Ja, und der Index menschlicher Entwicklung steigt auch. Das gefällt mir. Ja. Also müssen wir quasi alternativen Tourismus erforschen und dann das nächste erforschen und den deaktivieren. Ja, also, das wäre eine Variante, klar. Ja. Wobei es gab ja irgendwie auch dieses, dass man das ein oder andere nicht ausstellen konnte oder nicht deaktivieren konnte. Genau, aber das hier kann man, hier steht nichts in gelb, das heißt, das kann man ausschalten. Okay. Nur die NGO, also diese Blog-Sachen und diese grundsätzlichen Entscheidungen, dass wir NGOs zulassen, das kann man nicht abschalten. Mehr. Okay, na dann. Dann alternativer Tourismus. Okay. Pass auf, ich hab das jetzt mal auf eine Liste geschrieben, weil wir haben, ich würde nochmal vielleicht bei Diplomatie gucken. Aber ich würde auch gerne solche Sachen nochmal grundlegende Infrastruktur anklicken. Da haben wir nämlich auch noch einige Sachen. Moderne Straßen, staatlicher öffentlicher Verkehr, moderner öffentlicher Verkehr, also staatlicher öffentlicher Verkehr. Gibt uns... Okay, Interventionismus-Zielwert, Unzufriedenheitszielwert minus 1. Wir können ja erstmal mit den modernen Straßen anfangen und dann so ein nationales Straßennetz und dann unten ging das ja noch so eine Runde rum. Ja, ja, genau. Also hier, das hier ist auch schon IME plus 1 und für, okay, ist auch 1400, aber das können wir uns noch leisten. Und BIP-Wachstum, moderne Straßen, einfach nur IME plus 1 für relativ wenig. Mhm. Und kein AP-Kostenunterhalt. Wollen wir moderne Straßen einfach mal machen? Ja, das finde ich gut. Wir müssen uns so langsam darauf einstellen, dass es der Wirtschaft zwar gerade gut geht, aber dass es auch nicht mehr lange dauert, bis sie wieder nach unten geht. Wir haben aber echt ein großes BIP-Wachstum. Tatsächlich. Genau. Und da ist es ganz gut, wenn wir jetzt solche Sachen noch mitentwickeln, um das zu erhalten. Ja. Weil wir, dadurch, dass wir ja quasi in unser eigenes Land investieren, gibt es da auch Jobs und so. Beitrag zur Spendensammlung. Es geht weiter. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Ja, anscheinend können wir da irgendwas bei gewinnen. Dieses System ist mir immer noch total suspekt. Ich würde mir wünschen, dass mir das mal erklärt werden würde. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass an irgendeiner Stelle, wenn Länder einsammeln, dass das Komitee irgendwie... Also wir haben einen Vorteil für internationale Beziehungen irgendwie bekommen. Und auch Gewinnpunkte, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben genug Geld. Deswegen würde ich jetzt hier wieder...
raus, ja, bevor wir es besser verstehen. Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Okay. So, wir müssen jetzt mal gerade gucken. Positive. Immer noch nicht. Und da noch 23 Tage, bis wir wieder für ab... Ah. So, und jetzt sind wir bei der Finanzverwaltung. Yay, AP-Einnahmen. Oh, AP-Einnahmen plus 5%. Ja. Nicht gut. Und die sind schon wieder gestiegen. Ich freue mich auch gerade jedes Mal, wenn ich da hochgucke und es ist wieder mehr geworden. Und ja, plus 193. Was ist hier passiert? Sudan hat den Block verlassen, Saudi-Arabien. Okay. So, ab und zu bekommen wir hier und Sachen mit. Und okay. Da stand gerade irgendwie noch was neben dem Krieg, der da oben ist. War noch ein zweites? Das war das. War auch sofort wieder weg. Nee, das war das, dass der Sudan den Block Saudi-Arabien verlassen hat. Der Spion ist fort. Der Spion hat das Land verlassen. Er ahnte vermutlich, dass wir ihm auf den Fersen sind, weshalb er die Flucht ergriff. Jetzt werden wir nie herausfinden, für wen er arbeitete. Schlimmer noch, auf seinem Heimweg hat er noch schnell für Chaos und Zerstörung gesorgt. Oh, großartig. Minus 100 ja. Punkte, minus 1000 Geld und minus 500 Aktionspunkte. Was für ein Sack. Ich bin auch gerade ein bisschen irritiert. Haben die nicht vorhin gesagt, sie hätten ihn verhaftet? Ja. Also vorhin war die Botschaft, wir haben ihn verhaftet und wir haben gesagt, ja, aber bevor wir ihn anklagen, brauchst du Beweise. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man ihn freilassen muss. Man könnte ihn ja untersuchen. Also ich würde sagen, unsere Behörden haben versagt. Ja, würde ich auch sagen. Und dafür, dass unsere Behörden versagt haben, handeln wir uns jetzt minus 500 AP ein. Aber so ist es nun mal. Das ist ärgerlich. Ja, ist sehr, sehr ärgerlich. Aber wir sind hier im Plus fast 200 pro Monat. Mhm. Unglaublich. Wie schön das ist. Ich freue mich auch. Ja, Block. Noch 2 Tage. Und wir haben bereits Januar 2028. Und wir können Ask for Governmental Assistance. Investitionspunkte, Wohlwollenspunkte würde ich nicht nehmen. Weil, okay, 85 oder 95? 95. Alles klar. Also solange wir sie noch so dringend brauchen. Ja. Positive Aktionen. Wir können Wohlwollen erlangen. Das ist immer gut. Und dafür Investitionspunkte. Und sobald wir wieder können, sofort wieder investieren in Australien. Ja, das finde ich super. Achso, ich muss die Zeit auch aktivieren. Also die Zeit weiterlaufen. So wie es aussieht, steigt die Wirtschaft, die Weltwirtschaft hier unten gerade. Weltwirtschaftswachstum 0,1. Dieses Spiel hat es sehr mit Nachkommastellen irgendwie bei diesen Sachen. Also fällt mir jetzt gerade so auf. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Yay, wir haben Aktionspunkte bekommen. Sehr gut. Jawohl. Das ist sehr, ist auch sehr schön, wie unser Bruttoinlandsprodukt da oben immer weiter steigt. Ja. Das ist ganz, ganz abgefahren. Ja. Warum haben wir eigentlich keine Handelspunkte? Handelspunkte? Haben wir Handelsverträge? Brauchen wir Handelsverträge? Ich weiß nicht, wie wir Handelspunkte bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, das wäre die Geschichte mit den Rohstoffen. Ja, ich glaube schon, dass wir quasi Rohstoffe mit anderen austauschen. Stimmt, aber da wir gerade nichts brauchen. Ja. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen. Wurde erfolgreich in Australien umgesetzt, ja? Horsti fragt auch gerade, ob es vielleicht daran liegt, dass wir den Handel noch erforschen müssen. Ich weiß gerade gar nicht. Das könnte natürlich auch sein, dass wir bei Diplomatie was haben, was wir noch erforschen müssen, oder bei Wirtschaftssystem. Ja.
Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Wohlwollenspunkte. Ja. Können wir jetzt hier investieren, können wir wieder. Ja, investieren würde ich dann tatsächlich auch noch einen Wohlwollenspunkt ausgeben, um noch mehr Investitionspunkte zu erlangen. Sehr gerne. Finde ich gut. Sehr schön. Richtig. So, und jetzt müssen wir... Ja? Ja, jetzt müssen wir wieder warten, bis das Spiel uns die nächste Aufgabe gibt. Ja, jetzt sind wir gleich... NGO-Unterstützung ist gleich durch und dann müssen wir die nächste Blockgeschichte machen. Machen wir gerade auf Pause, weil Palästina hat sich dem Block angeschlossen, Saudi-Arabien. Okay. Dschibuti hat sich dem Block angeschlossen, Türkei. Okay. Es geht einiges vor. Und jetzt sind wir... Ja, ich bin noch ein bisschen froh, dass wir hier auf diesem Südzipfel von Europa aus betrachtet dieses Planeten so viel Ruhe haben. Also es ist, weißt du, wir müssen keinen Krieg führen, niemand stresst uns, wir können hier einfach ganz entspannt Handel betreiben, allen mal guten Tag sagen, schräge Pizzen anbieten, ich finde es total schön. So, jetzt haben wir wieder AP-Punkte für eine neue Block-Integration. Das haben wir ja eben einmal kurz ausgesetzt. Pingu, schön, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss. Der verabschiedet sich gerade. So. Forschungsstipendien, Vereinheitlichung der Gesetzgebung, Wehrpflicht für Ausländer oder offene Grenzen? Wehrpflicht für Ausländer habe ich eben nicht reingeguckt. Wir können militärische Integration plus 10 für den Block. Blockanführer Armee-Limit plus 5%, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Militarismus plus 1 und Soldaten-Limit plus 10% ist jetzt nicht so erstrebenswert. Und dann gemeinsame Truppenübung kommt danach. Ja, aber offene Grenzen, Blockbeziehungen und Blockintegration wird erhöht. Diese gemeinsame Gesetzgebung auch eigentlich ganz interessant. Vereinheitlichung der Gesetzgebung. Block wirtschaftliche Integration plus 10 und AP-Unterhalt steigt. Aber den könnten wir uns jetzt leisten. Also das finde ich irgendwie ganz schön. Zumal es ja augenscheinlich sich vorrangig um den wirtschaftlichen Teil handelt. Ja. Also es irgendwie bin ich... Ja. So, jetzt Programm zur wirtschaftlichen Gleichwertigkeit. Hm. Wirtschaftliche Integration steigt, BIP-Wachstum steigt, Blockbeziehungen steigen, Arbeitslosigkeitswachstum minus 1, minus 0,01. Das wäre das, was darauf aufbaut. Also, das finde ich schon cool. Das ist super spannend. Ich frage mich auch gerade, ob das dann beispielsweise auch dazu führt, dass irgendein anderer Staat seinen Block verlässt und bei uns anklopft und fragt, hey, kann ich bei euch Mitglied werden? Das wäre spannend, ja. Also, dass wir nicht die fragen, wollt ihr mit uns spielen, sondern dass die uns fragen, ob wir mit ihnen spielen wollen. Mhm. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, wir haben, guck mal, plus 219, das wird dann wieder ein klein wenig reduziert, aber okay. Wir arbeiten daran, ja, wir sind jetzt bei IME 80, der muss weiter steigen. Ja, lass uns das machen, finde ich auch. Sehr schön. Dann los. Okay, dann läuft das auch. So.